Es war der 3. November 2005, als Pippi Lotti-Rist, selber in der Ostschweiz aufgewachsen und künstlerisch in zahlreichen Museen der Welt präsent, ihr neuestes Kunstwerk in St. Gallen einweihte. Der Öffentlichkeit einen Platz zurückzugeben, ist Realität, Realität, Realität geworden. Der Öffentlichkeit einen Platz zurückgeben, das war das Ziel der Künstlerin Pippi Lotti-Rist und des Architekten Carlos Martinez. Aber bevor wir vorangehen, ein Blick zurück. Bleicheli heißt das Quartier, das heute von einer Schicht rotem Granulat bedeckt wird, wie man es vom Sportplatz kennt. Früher lag das Bleicheli außerhalb der historischen St. Galler Stadtmauer. Hier wurden die Leinwandtücher aus der Textilhochburg zum Bleichen ausgelegt. Als es dafür ab dem 19. Jahrhundert neue Techniken gab, entwickelte sich das Bleicheli zum Wohn- und Gewerbequartier. Ab den 1980er Jahren setzte hier, nahe am Bahnhof St. Gallen, eine rasante Bauentwicklung ein. Es wurde zum Geschäfts- und Bankenviertel. Und in den 2000er Jahren wurde dann klar, dem Bleicheli fehlt das gewisse Etwas. Deshalb wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Ich bin sehr stolz, dass die St. Galler den Mut hatten, Stadt und die Raiffeisenbank und die Jury, dass sie gesagt haben, das machen wir. Wir müssen recht locker in den Wettbewerb rein und haben den nicht unbedingt gewinnen, sondern wir haben gesagt, wir schlagen etwas vor, was wir für uns machen. Also eigentlich ohne Kompromiss. Und dass sie das dann genommen haben, hat mich eigentlich zuerst auch erstaunt, aber dass sie es dann auch noch durchgezogen, macht mich sehr froh. So entstand also der Rote Platz in St. Gallen, auch Stadtlounge genannt. Denn das rote Granulat, das überzieht nicht nur die Böden im Quartier, es zieht sich auch über ein Auto, eine Vase, über Bänke und Tische. Es entstand ein Raum, der schweizweit Blicke auf sich zog. St. Gallen sei eine Stadt auf der Suche nach urbaner Identität, titelte die NZZ. Und schon 2005 stellte sich auch die Frage, wer denn hier verweilen soll. Mir gefiel, wenn es ein Querschnitt ist, die ganze Gesellschaft. Man kann nicht ganz genau steuern, welche Gruppen dann wirklich kommen. Mir gefiel es am besten, wenn alle. Alle sollen kommen. Faktisch fühlten sich dann ganz besonders die jungen St. Gallerinnen und St. Galler hier ganz wohl. Und so kam es, dass die Stadt St. Galler Stadtlounge Anfang Jahr erneut groß in die Schweizer Schlagzeilen geriet. Denn hier versammelten sich im Frühling auf einmal nicht mehr nur Jugendliche aus St. Gallen und Umgebung, sondern es kamen Junge aus der ganzen Schweiz zur Protestparty auf rotem Granulat. Vom versifften städtischen Wohnzimmer, schrieb darauf das St. Galler Tagblatt.